Nanu, hat die nicht grüne Farbe irgendwie dran? Ja, anscheinend nicht, oder? Ich dachte, die hat jetzt grüne Farbe an ihrem Kleid. Jetzt kommt Lilly. Ja, und in der letzten Folge ist ja das Bild zusammengebrochen. Und mehrmals hintereinander, muss ich ehrlich sagen. Aber diesmal klappt das ja wohl. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hab schon gedacht, ich kann es nicht weiterspielen. Obwohl, der hätte gesucht, vielleicht gibt es auch ein Patch für. Man findet ja alles mögliche im Internet. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also die Schauspielerin, die hat ja einen seltsamen Abgang gehabt. Aber das ist gut so. Na, mal sehen, ob jetzt irgendwas klappt. Wir müssen die Helden dazu kriegen. Nochmal einen eingespielten Applaus für unsere Kandidatinnen. Nun, verehrte Jury, seid ihr zu einem Ergebnis gekommen? Ich habe natürlich genau das Haar der Kandidatinnen analysiert. Oh nein. Und muss, wie kann es auch anders sein, dazu sagen, dass keine von ihnen an meine Haarpracht herankommt. Der Abgang von H. Lo durch die Falltür hat ihre Haare arg zerzaust. Ein unverzeihlicher Fauxpas. Die Haare der Fee gefallen mir ebenfalls nicht. Deshalb stimme ich für Lilly. Ja. Wunderbar. Ich meine, als unparteiischer Moderator nehme ich das zur Kenntnis. Verehrte Heldenbotschafterin, wem würdet ihr eure Stimme geben? Halo hat mich in dieser Show überhaupt nicht überzeugt. Lilly allerdings ist auf ihre kindliche Art äußerst interessant. Ich stimme für sie. Exzellent. Nun, dann kommen wir zu unserem dritten Juroren, dem Schwarzen Ritter. Für wen stimmt ihr? Also ihr wartet. Alle drei einfach grottenschlecht. Ich habe Frösche gesehen, die haben mehr Ausstrahlung als du, H.Lo. Der Abgang durch die Falltür war einfach erbärmlich. Das Grün von Lillys Umhang ist einfach widerlich, aber das Grün auf dem Kleid der Fee ist ja noch schlimmer. Deshalb stimme ich, wohl oder übel, für Lilly. Ausgezeichnet. Damit haben wir ein eindeutiges Ergebnis für Lilly. Ich habe gewonnen? Ja. Wow, vielen Dank. Ich habe verloren? Das kann gar nicht sein. Ich bin die großartige H.Lo. Niemand gewinnt gegen mich. Tja, so sind eben die Regeln. Du hast verloren. Verloren. Das ist meine Show. Ich verliere doch nicht gegen ein kleines Kind in meiner eigenen Show. Das Ganze ist doch Betrug. Schiebung! Showstar ist totaler Blödsinn, wenn ich nicht gewinne. Die Show wird abgesetzt. Ja. Für immer. Ihr seid alle entlassen. Raus! Raus! Ah! Ich denke, damit ist Showstar Geschichte. Dein Vertrag ist jetzt wohl nicht mehr wert, oder? Es sieht ganz danach aus. Nun ja, wie war das mit dieser Abstimmung? Du musst dringend zur Abstimmung der Abgeordneten kommen und für Gwendoline stimmen. Für Gwendoline? Eigentlich wollte ich für Basilius stimmen. Aber nun gut, weil du es bist. Es sei. Vielen, vielen Dank. Gerne, mein Engel. Nun denn, ich mache mich auf den Weg. Auf bald. Lilly, ich glaube, sie mag dich. Ja und? Was meinst du? Ach, nichts. Ist schon gut. Sammeln wir die anderen Abgeordneten zusammen, damit wir der unfähigen Gwendoline auf meinen Thron helfen. Und treten dann Basilius in den Hintern. Hört sich nach einem tollen Plan an. Los geht's! Na bitte, hat geklappt. Wunderbar. So, wir nehmen hier noch die Weintrauben. Und dann würde ich sagen, wir müssen ja für einen Dungeon sorgen. Wir gehen zu den Zwergen und fragen mal, ob die nicht einen Dungeon für uns haben. So, wo muss ich lang? Zur Karte. Die Zwerge, die waren hier oben. Mal sehen, ob wir da überhaupt reinkommen. Oder ob wir wieder ausgewiesen werden. Ja, hier ist ja unser Supertroll, unser Security-Chef. Auf zur Zwergenmine. Komm, lauf mal gemütlich hin. Mit ein bisschen Atmosphäre hier. Wunderbar. Hinein mit euch. Bash. Tippel, 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 sage ich da nur. Ja, ich bin mal gespannt, wie oft das Spiel noch zusammenbricht. Also ist natürlich dann nicht so empfehlenswert. Wow, ein Interview mit H.Lo über...
junge Showstar? Ach, das ist bestimmt sehr interessant. Nein, ist nicht interessant, weil die Showstar-Staffel jetzt abgesetzt ist. Jetzt ist vorbei mit lustig. So, können wir jetzt zu dem Lift oder werden wir wieder aufgehalten? Halt! Wo denkst du denn, dass du hingehst? Hm? Ich wollte nur kurz den Lift hier benutzen. Das geht nicht. Ich bestimme, wer den Lift benutzen darf. Und du? Momentchen mal. Du bist doch Lilly, die Gewinnerin von Showstar. Ach, natürlich. Ich habe gerade einen Artikel über dich gelesen. Ja, stimmt. Ich habe da gewonnen. Wahnsinn. Auch wenn ich Freundinnen hätte, dann würde ich sie sofort anrufen. Eine Berühmtheit wie du darf natürlich gehen, wohin sie will. Nimm nur den Lift nach oben. Dein Großvater muss aber so lange hier unten warten. Großvater? Hä? Aber ich bin doch... Schon in Ordnung, Opa. Warte du hier unten. Ich bin gleich zurück. Opa. Ha, von wegen Großvater. Ich stehe in der Blüte meines Lebens. Wenn ich erst mal wieder an der Macht bin. Ja, Lilly darf also rein. Und sie will nicht. Also der Baumstückler 3000 ist irreparabel? Es macht auf mich den Eindruck, wir sollten auf alle Fälle einen Techniker hinschicken. Das wird das Beste sein. Wir schicken ein Sondierungsteam, um den Schaden zu evaluieren. Währenddessen stehen uns aber größere Probleme ins Haus. Der Rückgang des Holzgeschäfts hat den Unit Value um 10,32% einbrechen lassen. Das ist ja schrecklich. Können wir das Ganze mit einem Financial Interest Point durch den Return Value wieder ausgleichen? Das wird schwierig werden. Ich schätze, dass wir uns 3,2% durch Abschreibungen wiederholen können. Aber der Rest wird in der Bilanz als Verlust dargestellt werden. Ich schlage vor, dass wir das Geschäftsfeld erweitern, um so die Kursschwankungen abzudämpfen. Wir könnten beispielsweise fortan Rapsöl verwenden, um unsere Maschinen zu betreiben. Ein guter Plan. Dadurch verknappen wir das Angebot an Lebensmitteln, was dazu führt, dass die Preise explodieren werden. Genau. Dadurch wird dann der Shareholder Interest aufgewertet und wir können eine Akquisition nach Aktiengesetz 4b durchführen. Solange der Net Asset Value den Net Margin nicht übersteigt und wir kein Netting auslösen, können wir das als Leverage benutzen. Das heißt, dass wir als Langzeitziel die Rodung des Elfenwaldes weiter ins Auge fassen? Natürlich, das ist das Main Target. Die Payout-Ratio hat sich nur rentiert, wenn wir eine Rodung von 47,22% durchgeführt haben und dadurch einen DCF-Wert von 30,17 Streichhölzern pro Tag erzielen. Wir könnten die Zwergen Incorporated AG am neuen Markt platzieren. Ich glaube, das reicht jetzt hier. Gleichzeitig ein Offer am alten Markt starten, um den Buyout anzutreiben. Kein schlechter Schachzug. Hallo, ich bin hier wegen der Stellenanzeige. Die Stellenanzeige? Wunderbar, du bist unsere erste Bewerberin. Wohl wahr, bisher hat sich noch niemand für die Stelle beworben. Also dann bei Aules juckender Nase, da es ohnehin keine anderen Bewerber gibt. Bist du eingestellt? Großartig. Sagt mal, um was für eine Arbeit geht es eigentlich? Was für eine Frage. Du fängst als Trainee bei uns an. Wir expandieren gerade in den Immobilienbereich und sind dort als Makler tätig. Da wir hier aber leider wichtige Dinge zu besprechen haben, wirst du das alleine übernehmen. Wenn du soweit bist, dann sprich mich einfach auf die verschiedenen Objekte an, die zur Auswahl stehen. Also, soweit ich weiß, ist ein das Trainee... Das wird die Verluste durch diese Rodungsgeschichte mindern. Und wir können uns anderen Tätigkeiten mit frischem Kapital widmen. Ah, unser Trainee. Was gibt es? Was für Objekte habt ihr denn, die ich verkaufen soll? Am besten, ich zähle sie dir kurz auf. Das erste Objekt ist ein Traum von einem Schloss, das in den fernen Schüttelbergen liegt, die nahezu täglich von schweren Erdbeben heimgesucht werden. Das zweite Objekt ist eine Trauminsel in den haifischverseuchten Meeren vor der Küste von Ferianis. Das dritte Objekt ist ein alter, düsterer Zwergenstollen, der auf Newbie Island liegt und dessen Vorräte erschöpft sind. Das vierte Objekt ist ein lauschiges, kleines Häuschen an einem Abgrund, den man den Schlund des Todes nennt. Ja, wir nehmen am besten diesen leeren Stollen, Newbie Island.
Ich nehme den alten Stollen auf Newbie Island. Excellent. Entschuldigung. Der alte Stollen ist dringend sanierungsbedürftig. Also ein Traum für jeden Handwerker. Dafür ist das Ganze schön dunkel und geräumig. Außerdem natürlich beliebig erweiterbar. Dann versucht das Objekt jemandem aufzuschwatzen. Ich meine, suche einen passenden Käufer dafür. Ich werde mein Bestes versuchen. Jawohl. Ich schlage vor, dass diese Unterlagen beschreiben den alten Minenstollen auf Newbie Island. Wenn der Müll liegen bleibt, ja, wie ihr vorhin gesehen habt, sicher in die Höhe. Man kann das ausblenden, das Inventar. Aber das birgt schlechte Publicity. Wir kaufen einen Politiker und sichern uns so das Postmonopol. Dann können wir so die Preise diktieren. Wir könnten auch in den Immobilienmarkt einsteigen und dort absurde Kredite vergeben. Wenn diese Luftblase platzt. Und zwar mit I. Wenn ihr also ein Bildschirmfoto machen wollt oder so, innerhalb des Spiels, mit I ausblenden. Geht aber nicht, wenn sie quatschen. Dann funktioniert's nicht. Aber jetzt könnte ich mit I das wieder ausblenden. Oho, Halo hat angeblich ein Verhältnis. Oh, da bin ich aber gespannt. Und wir verlassen jetzt die Mine. Und wir haben jetzt einen Dungeon, den wir verkaufen könnten. Und da würde ich einfach mal sagen, gehen wir zu unserem Dungeon Keeper. So, wie komme ich hier raus? Ach so, zur Karte. Jetzt müssen wir, Moment. Zum Friedhof. Zum Friedhof, genau. Und jetzt sehen wir mal zu, ob wir das anwählen können und ihm geben. Aber er muss jetzt aber dafür bezahlen, soweit ich weiß. Verschenken ist wohl nicht, oder? Einfach tiefer Friedhof hat schon das Gift. Das ist ja genau, was ich gefucht habe. Ich nehme es. Wunderbar, wunderbar. Hier habt ihr es wieder. Exzellent. Dann nehme ich an, dass du jetzt dein Hinterteil in Richtung der Abstimmung bewegst. Nicht so voreilig. Ich gehe erst, wenn ich den Vertrag von den Zwergen abgestempelt zurück habe. Ich hab mir doch gleich gedacht, dass das zu einfach war. Na gut, so ein großes Problem ist es ja auch nicht. Da laufen wir eben nochmal zu den Zwergen. Ja, müssen wir wohl. Bleibt uns nichts weiter übrig, Freunde. Und Freundinnen. So, komme ich ja nicht irgendwie einfacher zur Karte? So. Ab hier liegt Jonathan, ehemaliger Trainer der Speerwerfer. Seine letzten Worte waren, alle Speere zu mir. Alle Speere zu mir. Also zurück zu den Zwergen. Bam. Täuschen hinweg über die langen Ladezeiten. Das ist raffiniert. So, Zwergen. Lift. Mach immer diese Hin- und Herlaufen. Aber das ist dann mal nicht zu ändern. Müssen wir halt machen. Ich denke mal, jeder hat seine Reihenfolge für das Spiel. Ich lasse unsere Techniker im Moment daran arbeiten, um verdorbenes Fleisch neu aufbereiten. Die labern immer noch. Das können wir dann nochmal in den Handel bringen. Ich habe noch einen Vorschlag. Wir sorgen dafür... Ah, unser Trainee. Was gibt es? Hallo. Ich habe es geschafft, das Anwesen auf Newbie Island zu verkaufen. Was? Dieses alte Ding? Das ist ja fantastisch. Das Ding ist uns schon seit Ewigkeiten ein Dorn im Auge, weil wir keinen Käufer dafür finden. Bei Moradins Überredungskunst, ich hätte nicht gedacht, dass es jemand schafft, dieses Ding zu verkaufen. Wunderbar. Der Vertrag muss nur noch abgestempelt werden, dann gebe ich ihn an den Käufer zurück. Ja, ja, natürlich. Gib ihn unten bei der Sekretärin ab. Die erledigt die Formalitäten. Kommen wir aber nun zu einem viel freudigeren Ereignis. Ja? Ich befördere dich hiermit zur Assistentin der Geschäftsführung. Toll. Und... was darf ich da machen? Du hast weitreichende Befugnisse. Beispielsweise darfst du nun den Sprechapparat benutzen. Aha. Und wozu? Nun ja, du kannst uns beispielsweise einen Kaffee bringen lassen. Oh ja, eine wunderbare Idee. Meine Tasse ist ohnehin schon leer. Kaffee? Ach ja, und du musst neue Immobilien für uns an Land ziehen. Wir planen demnächst in den Urlaubssektor vorzudringen. Wir wollen, dass du dir Urlaubsziele anschaust und uns dann sagst, ob sie für uns interessant sind oder nicht. Zu diesem Zweck bekommst du von uns eine Dauerreisekarte für Dr. C's Reisebüro. Cool.
Alle Spesen auf der Reise werden natürlich von der Firma übernommen. Oho, vielen Dank. Da fällt mir ein, eigentlich haben wir jetzt keinen Trainee mehr und damit keinen Makler. Stimmt, das ist problematisch. Ah, ich hab's. Assistentin, du suchst uns bitte auch einen neuen Trainee. Hier ist die Jobbeschreibung. Aber... Und vergiss bitte nicht unseren Kaffee. Sobald Sie Ihren Plan umgesetzt haben, aus der Energie... Komisches Ding. Wenn ich wüsste, was das ist, würde ich sagen, dass es wie eine Strahlenwaffe aussieht. Das ist der neue Bulldozer 2000. Was? Hey. Mein Vorschlag wäre, dass wir einfach ein Computerspiel auf den Markt bringen. Oho, das ist mit Abstand die beste Idee. Genau, dafür sollten wir... Bla, 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 bla. So, wir müssen jetzt unterschreiben lassen. Reden mit Sekretärin? Ne, was war das hier? Dieses hier. Aber wir haben jetzt noch eine Stellenbeschreibung. Das heißt, kleiner irgendjemand... Elefant mit Riesenohren zu verschenken. Bitte Dumbo. Nur an Leute in windstillen Gebieten. Also irgendjemand werden wir wahrscheinlich eine Stelle besorgen, so wie es aussieht. Dauerreiseticket haben wir auch. Und jetzt Projekt im Beratungszustand mit der Sekretärin hier. Ich habe hier ein Objekt. Exzellent. Leg es bitte auf den Eingangsstapel. Wunderbar. Nachdem ich eine Bonitätsprüfung durchgeführt habe, die Wirtschaftlichkeitsstudie abgeschlossen habe, den R-Faktor berechnet habe und noch ein oder zwei kleine Formalitäten aus dem Weg geräumt sind, kannst du das Ding abholen und an den Kunden zurückgeben. Wie lange wird denn dieser bürokratische Unsinn dauern? Wenn ich schnell bin, ist das Ganze in 5 oder 6 Monaten erledigt. 5 oder 6 Monate? So lange können wir aber nicht warten. Leider sehe ich keine andere Möglichkeit. Entschuldigt bitte, aber ich sehe hier noch einen interessanten Artikel, den ich gern lesen würde. Ja, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Sprechgerät? Sprechgerät mit dem Kaffee, war da was? Das war Chuck die Pflanze? Ein Sprechgerät oder sowas in der Art. Finger weg! Ja, wie kriegt die Sekretärin dazu, dass das Ding unterschreibt? Kriegt ihr Weintrauben geben und die kriegt ihr irgendwie Dünnpfiff? Ich sollte meine Gegenstände lieber behalten. Ah. Ja, das ist ein Ding. Hallo. Hast du Lust, einen spannenden Job zu übernehmen? Muss ich dafür mehr machen, als herumzusitzen und Zeitung zu lesen? Naja, vielleicht ein bisschen. Aber es ist trotzdem ein toller Job. Kein Interesse. Ah, wir müssen die wegkriegen. Idee. Idee, Idee, Idee. Ja, ihr fragt euch, was ich jetzt vorhabe. Laut eines wissenschaftlichen Berichtes sind 73% aller wissenschaftlichen Berichte unwissenschaftlich, dieser eingeschlossen. Mal sehen, ob die immer noch Blablabla machen. Also der Baumstückler 3000 ist irreparabel? Es macht auf mich den Eindruck, wir sollten auf alle Fälle einen Techniker hinschicken. Das wird das Beste. Zwergengründe. Wir schicken ein Sondierungsteam, um den Schaden zu evaluieren. Bei Moradins spaltender Axt. Hände weg! Sonst schlag ich sie dir ab. Schon gut, schon gut. Sie wollte nur mal gucken. Währenddessen stehen uns aber größere Probleme so, das will ich jetzt machen. Ich der Rückgang des Holzgeschäfts hat den Unit Value um 10,32% einbrechen lassen. Das ist ja sch... Genau das hatte ich vor. Also hat es geklappt. Wunderbar. Und jetzt nehme ich an, dass wir das selber abstempeln können. So eine faule Ratte, hätte ich beinahe gesagt. So ein fauler Maulwurf. Ja, wie heißt eigentlich ein weiblicher Maulwurf? Maulwürfin? Ach so, warte mal. Sprechgerät, nimm Stempel. Den lasse ich besser an Ort und Stelle. Das würde dieser Sekretärin sofort auffallen. Ja, wie kann ich denn jetzt... Wie kann ich das jetzt abstempeln, dieses Ding? Nimm Spitze. Ja, ich kann das ja nicht abstempeln. Weil ich auch nicht weiß, wo der Teil ist. Was haben wir jetzt hier in Spitze, ja?
Ha. Können wir das Ganze mit einem Financial Interest Point durch den Return Value wieder ausgleichen? Das wird schwierig werden. Ich schätze, dass wir uns 3,2% durch Abschreibungen wiederholen können. Aber der Rest wird in der Bilanz als Verlust dargestellt werden. Ja, jetzt frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Als sie weg war, hätte doch Seville das einfach abstempeln können. Muss er da irgendwo liegen? Oder vielleicht ist es jetzt wichtig, dass wir die Spitze haben. Ein Artikel darüber, dass Computerspiele dick, traurig und dumm machen. Naja, ach jeden Pseudo... Entschuldigung nochmal, aber ich sagte keine Zeit! Mist. Wer haben wir die Spitze? Ich war noch nie dafür bekannt, spendabel zu sein. Ja, die Stempel können wir nicht nehmen. Den Kaffee hat so hochgebracht. Ein Artikel über Luxushandtaschen. Das sehe ich mir mal näher an. Ja, und ich sehe mir das auch näher an, wie es hier weitergeht. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wieder eine kleine Ansage. In der letzten konnte ich ja leider keine machen. Aber ich warte erstmal, bis unser Maulwurf redet. Ferianis auf Seite 302. Wahnsinn! Bei 100.000 Likes werde ich mit irgendeinem Hund eine Stunde Gassi gehen. Also wenn ihr wollt, dass ein Hund mal eine Stunde glücklich ist, dann 100.000 Likes. Wie werde ich meine Pickel los? In 10 Tagen? Ach, das ist ja mal ein origineller Titel für einen Artikel. Und von daher, danke.